Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu My Time at Porsche. Heute gehe ich tatsächlich über die Brücke. Versprochen. So kann ja nicht sein, dass ich das immer vergesse. Aber es ist Montag, das heißt, wir holen auch einen Auftrag. Hallo! I've got great news! The mayor has secured the funding to make 5 DDs. These are 3-wheeled transports used for short-distance travel. They will make our town much more accessible. Okay. This is a big order! The mayor posted the 5 orders separately on the Commerce Guild board. You can start working on them immediately. I'm sure the other builders will be after these commissions as well. So come on, what are you waiting for? Okay. Danke, Presley. Dankeschön. Okay, dann gehen wir da direkt mal hin. Aber die machen sowieso erst um 8 Uhr auf. Das heißt, ich kann hier noch ein paar Sachen einsammeln. Und gucken, dass wir... Ich werde... So, ein Kupferdraht. Für auch immer der wichtig und gut sein wird. Und Salz brauche ich auch. Aber das kann ich auch erst nachher holen. Dann schauen wir erstmal in die Post. Von Antoine. Hey Handwerker, ich habe Neuigkeiten für dich. Nun, da deine Werkstatt einen C-Rang erreicht hat, bist du qualifiziert, die Überprüfung für uns vorzunehmen. Überprüfung? Wenn du Zeit hast, komm am Wochenende vorbei und hilf uns. Alles klar. Und von der Lieber Handwerker, wir freuen uns, dir mitzuteilen, dass wir nach erfolgreicher Sicherheitsprüfung eine neue verlassene Ruine zum Tauchen geöffnet haben. Sie befindet sich auf dem Hügel im Norden der Stadt, jenseits des Gebäudes der Ziviltruppe. Perfekt. Da gehen wir hin. Da gehen wir sowas von hin. Und weil es gleich soweit ist, schauen wir dann auch direkt mal nach den Aufträgen. Für das Töff-Töff brauchen wir einige Sachen, aber ich nehme an, dass das nicht wirklich zeitlich begrenzt ist. Na, Higgins, du Stinkstiefel. Dale let you build the Amber Island Bridge? That commission should have been mine! Neidisch. Ich habe das gut gemacht. Nyeh. Ich habe dich nicht nur fast getroffen, ich habe dich getroffen, Higgins. Guck mal, da. Oh, nein, er ist rein. Mist. Ich wollte ihn nochmal anrempeln. Hey, Higgins. Doch, schubsen. Wow, so viele. Okay, das, ich guck mal. Du brauchst ein dreirädiges... Für das Trans... Ein dreirädiges Töff-Töff. Ich nehme das mal an. Oder? Ich weiß nicht. Hölzerne Brückenköpfe... D. Holzkisten für die Schule. Ich baue mal so ein Töff-Töff. Ich will das haben. Mal gucken, ob ich dann nochmal irgendwas annehmen kann, was vielleicht ein C-Auftrag ist oder so. Hölzerne Brückenköpfe. Was haben wir hier noch? Ein Töff-Töff. 17 Faserstoff. Ich weiß nicht, wie ich den herstellen könnte. Töff-Töff. Dann würde ich mal... Moment, war hier nicht noch irgendwas? Moment. Nein! Nein! Meine Holzkisten für die Schule sind weg. Ach, Mist. So eine Brückenköpfe. 15 Tage. Dann nehme ich das noch an. Die sollten wir auch hinbekommen. Okay, wir haben noch eine... Am Wochenende sollen wir herkommen, um noch eine Prüfung abzulegen. Das könnten wir hinbekommen. Das, ja, das schaffen wir. Na, Higgins. Ups. Das wollte ich gar nicht, Higgins. Doch, wollte ich. Mistkerl. Ich wollte auf jeden Fall Salz besorgen. Aber ich brauche auch wieder Kupfer und Zinn und alles. Und ich würde ehrlich gesagt was davon kaufen, damit ich nicht so darauf angewiesen bin, dass wir es finden. Hey, Mars. The Amber Island Bridge is already done. That was fast. I sell a lot of materials at my shop. So if you ever get tired of collecting, just buy them from me. Alles klar. Hatte ich jetzt tatsächlich vor. Fisch zum Abendessen. Even though we live right by the sea, I haven't eaten any fish in weeks. Every day I have to look after my shop, so I can't go fishing. Can you bring me some? Klar. Ich hoffe, ja, Katzenjaus, die haben wir tatsächlich nämlich schon, das ist perfekt. Ich kaufe dann einfach mal sein komplettes Kupfererz und außerdem würde ich gerne Zinn kaufen. Oh, 500 ist ein bisschen viel, oder? Ich kaufe mal nur 50 von dem Zinn. Wir können ja den Rest dann... Morgen hat er ja wieder welches, das ist nicht so... So, 50 davon. Und Eisenerz würde ich jetzt eigentlich... Okay, das ist teuer. Das ist wirklich teuer. Davon würde ich einfach mal vielleicht 20 kaufen. So. Das ist ausverkauft, aber das kriegen wir bald wieder. Okay. Okay. Das heißt, ich müsste jetzt... nein, das wollte ich gar nicht.
Mist. Hey, Sam. Yo, kid, looking good. Be careful in the ruins. Don't expect me to save your butt every time, okay? Ja, ja. Tschüssi. So, ich guck mal eben ganz kurz in unsere Aufträge. Aber ich glaube, das Töff-Töff ist nicht zeitlich begrenzt. Allerdings ist der Brückenkopf ist zeitlich begrenzt und der Fisch zum Abendessen auch. Okay. Ich würde sagen, wir gehen das mal ganz logisch an. Ich werde, was ist das? Oh, have you seen? Oh, da ist irgendwas verloren gegangen. Hallo, Dr. Xu. The herbal mixture is a great thing. It's easy to make and it works well. Always make enough of them to be safe. Alles klar. Wir werden auch in die andere Ruine gehen, aber nicht heute. Das, da sind Entschuldige. Da sind Kräuter, die brauche ich nicht. Ich weiß. Ah, da, da, da. Häufchen! Falls ich nämlich nochmal Pflanzkästen machen muss, dann brauchen wir dringend Häufchen. Und da können Samen rauskommen. Jetzt haben wir hier schon Kürbissamen gefunden. Sehr schön. Und da sind Schlangenbären. Das heißt, ich kann noch mal ein bisschen fischen und angeln. Da wäre Holz. Ich überlege gerade, was wir jetzt als erstes machen. Da sind noch mal Schlangenbären zweimal. Wir werden zuerst Salz kaufen, damit wir ein bisschen... Sonst vergesse ich das schon wieder. Moment, was ist das? Von Petra. Hallo, ich habe von Presley erfahren, dass du einen Auftrag für einen Töff-Töff-Transporter angenommen hast. Für dieses Fahrzeug brauchst du Teile, die aus Relikten bestehen. Und ich weiß nicht genau, wie wir vorgehen sollen. Komm zu mir ins Forschungszentrum und ich erkläre dir die Details. Alles klar. Das heißt, wir haben viel zu tun. Aber erst brauche ich Salz. Damit ich endlich mal unser Fleisch grillen kann. Denn das könnte ich mitnehmen, wenn in den Ruinen dann irgendwas ist, was uns Schaden macht oder Ausdauer kostet. Dann können wir mit ein bisschen Essen uns wieder ein wenig heilen und auffrischen. Und bei Sophie können wir da was kaufen. Ich möchte am liebsten alles selber machen können, weil geizig und so. So, der Bauernhofladen. Dann gucken wir doch da mal rein. Salz. Hier, Salz. Oh, das war relativ teuer. Was? Nein, 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 nein. Ich kaufe garantiert nicht. Nee. Wie viel kaufen wir denn? Wir kaufen mal 50 Salz, würde ich sagen. Ich hatte eigentlich schon auf 100 gehofft. Ich hatte gedacht, bitteschön, ganz viel Salz. Die können wir da auch kaufen. Ich kaufe davon auch mal nochmal 9 Stück. So. Jetzt mal fast wieder pleite. Super. Und da gäbe es Samen, dass wir was anpflanzen können, aber vielleicht nicht jetzt. Okay. Ist denn Sophie irgendwo hier? Groceries? Nein. Na gut, keiner da. Macht aber nichts. Ich lege jetzt nochmal unsere Sachen weg und würde gucken, wie wir's, was wir für das Töff-Töff alles brauchen. Und ich weiß, dann sollen wir in die Stadt. Aber bevor ich in die Stadt gehe, würde ich tatsächlich gerne über die Brücke gehen wollen. Endlich mal. Aber dafür brauche ich tatsächlich wieder ein ganz kleines bisschen Platz in unserem Inventar, sonst wird das nichts. Dann könnten wir eventuell auch statt dem Ofen, den wir da jetzt bauen, oder der... Wofür bist du denn? Ach, Toadie ist das. Okay. Toadie. Ich weiß es gar nicht. Ich grill erstmal ein bisschen Fleisch. Achso, ja, Benzin. Da, wir haben nicht viel Holz, okay. Ich röste hier mal Fleisch, dafür brauchen wir 4 Stück und ein bisschen Salz. Das heißt, ich kann, ja, ewig herstellen. Glas, hier noch irgendwas. Steinziegel. Steinhocker, was brauche ich hierfür noch? Bronzeplatten und Marmordielen, das habe ich alles nicht mehr, ne? Ne, dann würde ich die ganzen Sachen hier mal kurz zurückholen. Und würde stattdessen unser Töff-Töff hier aufstellen. Ja, zurückholen bitte. Bestätigen. Und stattdessen würde ich gerne einmal ein Töff-Töff aufstellen. Nee, falsch. Moment. Brauche ich noch gar nicht. Hölzerner Brückenkopf. 2 Stück. Das ist der hier. Das heißt, ich brauche 6 Kupferrohre und Hartholzdielen. Gucken wir doch zuerst mal, ob wir das hier hinbekommen. Glas ist hier drüben. Steinziegel? Nee. Gucken wir erstmal nach den Kupferrohren. Vielleicht habe ich ja noch genug. Jawohl, da habe ich noch genug. Und Hartholzdielen, davon habe ich aber nicht mehr genug. Macht aber nichts. Kriege ich auch noch hin. Das kommt da rein, das und das.
Das ist auch nochmal eine Hartholzdiele. Fast genug. Das kann auch hier rein. Das Salz packe ich woanders hin. Ich muss ein bisschen sortieren. Das tut mir sehr leid. So, das kann auch hier rein. Das muss ich ja nicht mit mir rumtragen, damit wir es benutzen können. Hier kommen die Sachen, die wir sammeln können, rein. Das tun wir erstmal. Das habe ich in der anderen drin. Das brauche ich gleich zum Aufbauen. So, da sind unsere Köder. Das Salz tun wir auch mal hier rein. Die Kürbisse, das hier. Da muss ich 2 Stück von abgeben. Und das wär's schon. Dann mal gucken, ob wir noch Hartholzdielen herstellen können. Sonst muss ich ein bisschen Bäume fällen. Kann ich aber auch auf der anderen Seite der Brücke. Es ist schon wieder Mittag und ich habe wieder nichts hinbekommen. Ja, Fleisch bitte. Danke sehr. Hartholzdiele. Ach du je. Ich habe kein Hartholz mehr. Okay. Das ist nicht so schön. Okay. Kriege ich aber hin. Und dann gehe ich jetzt erstmal auf die andere Seite der Brücke und dann ignorieren wir hier die Sachen. Brücke, Brücke, da ist die Brücke. Gucken wir einfach mal, was wir da so finden. Da sind ja auch Bäume. Ist ja nicht so, als gäbe es nur hier Bäume. Und vielleicht finde ich da dann auch endlich mal diese Tierchen. Die Tierchen, die ich für den Regenschirm brauche. Ich fürchte nämlich, naja. Okay, wir können auch mal ein bisschen laufen. Was haben wir hier? Was bist du? Harz. Okay, einfach so Harz. Schön. Da ist Kristall. Kann ich das damit schon abbauen? Nein. Okay. Was bist du? Ein Seeigel. Okay, Fleisch und Schleim haben wir gesammelt. Es mussten irgendwelche bestimmten Seeigel sein. Welche waren denn das nochmal? Da ist Toadi. Habe ich den vorher mal Toby genannt, oder? Es müssen irgendwelche ganz bestimmten Seeigel sein. Oh, da können wir bestimmt auch eine Ruine. Ich begutachte diese Höhle. Der Bürgermeister will, dass ich hier eine Gruselhöhle einrichte. Diesmal, ich habe... Who are you? Are you a spy for the Duvos Empire? Huh? You're just the new builder. Suspicious. Wieso verdächtig? Hallo. Ich mag das Leben in Porsche wirklich sehr. Ja, da kennen wir alle schon. Tschüss. Ich brauche ganz bestimmte Seeigel. Aber wo finde ich diese ganz... Ich versuch's einfach mal. Irgendwo müssen sie ja sein. Und diese Krabben auch. Ich weiß aber nicht, wie aggressiv die hier alle sind. Mal schauen. Stacheln, da haben wir ihn. Und dann töten wir auch mehr die Schnecke. Schneckma, Entschuldigung. Den Schneckma. Hummerfleisch, sehr schön. Oh, da ist eine Kiste. Im hohen Gras. Mit einem Aroma-Apfel. Na gut, gibt Schlimmeres. Hallo Schneckma. Wir hauen schon ordentlich zu, muss ich sagen. Das macht das gute Schwert von Arlo. Okay. Aber ganz ehrlich, so wirklich viele Seeigel scheint es ja auch nicht zu geben. Da liegt Harz, das ich eigentlich auch nicht aufsammeln müsste. Ich trete hier mal gegen Bäume. Ich glaube aber, den kann ich gar nicht fällen, oder? Da bräuchte ich nochmal eine bessere Axt. Egal, wir kriegen Honig und Kokon, das ist auch okay, den kann man verkaufen notfalls. Katzenjaus könnten wir abgeben. Und dann müssen wir noch bei Petra vorbeigehen. Das kriegen wir auch noch heute hin. Ja, da brauche ich eine bessere Axt für. Das heißt, ich kann das hier vergessen mit den Bäumen. Den könnte ich eventuell fällen. Und da drüben sehe ich nochmal so einen so einen Seeigel. Ich behalte ihn im Auge. Ihr seht das jetzt vielleicht nicht, aber ich folge ihm mit den Augen. Komm schon. Tritt schneller gegen den Baum. Ich will ihn fällen und dann einen Seeigel fangen. Wir brauchen immerhin 20 von diesen Stacheln. Und wie gesagt, wir brauchen ganz bestimmte Seeigel. Also nicht jeder lässt sowas fallen. Oh, da ist einer wieder gespawnt. Das ist super. Ich muss mal darauf achten, welche das sind, die den fallen lassen. Den Stachel.
So, hier hacken wir mal alles. Wir brauchen ja auch harte Holzdielen. Und zwar nicht zu wenige für zwei dieser Pfeiler. Oder Köpfe, da ist auch so ein dolles. Okay, der hat eins fallen lassen. Der auch. Ja, oh, was für ein roter Sonnenuntergang. So, da ist noch ein Siegel. Au, hat er mich gerade getroffen? Nee, hat er nicht. Doch, hat er. Der hat mich getroffen. Oh, du kleines Mistvieh. Ja, sagte sie, nachdem sie geschlachtet hatte. Ich weiß, ich bin nicht nett. Dich kann ich nicht fällen. Du bist eine Schnecke. Dich will ich eigentlich gar nicht. Ich will eigentlich andere Tiere. Wir müssen ja auf jeden Fall ein paar Tage hingehen und die farmen, töten, stupsen, damit sie uns die Stacheln freiwillig geben. Hallo Schnecke, ich töte dich jetzt doch mal. Weil ich Hummerfleisch möchte. Ich bekomme gar nicht so mit, wenn wir Schaden nehmen. Irgendwie, entweder fehlt da noch so eine kleine Schmerzanimation oder ein Schmerzenslaut von uns oder ich bin einfach ein bisschen taub. Kann ich hier eigentlich auch abbauen, so ein? Nein, da brauche ich eine bessere für. Ja, ich habe es doch verstanden, eine bessere. Schon mitbekommen. So, Fleisch. Na gut. Ich glaube, für heute haben wir hier erstmal die Seeigel, die meisten. Kann ich mir übrigens die Höhle doch noch mal ein bisschen angucken? Nur so ein ganz kleines bisschen. Nee, kann ich nicht. Wer ist da hinten? Da ist Todi und ein Seeigel. Dann hole ich mir den eben noch schnell. Aber ich glaube, wir haben 2 Wochen für die Brückenköpfe Zeit. Das kriegen wir hin. Regenschirm, ein Rezept dafür. Ja, super. Das lasse ich mir gern gefallen. Gibt's hier nochmal was? Da hinten ist ein Kristall, aber den kann ich so nicht abbauen, glaube ich, oder? Ist der kleiner als der andere? Geht das hier vielleicht dann sogar? Nein. Schade. Ich würde die so gern, aber da ist noch ein Seeigelchen. Den kriege ich. Und noch ein Stachel. Ich weiß gar nicht, wie viele Stacheln ich jetzt schon habe. Ich guck mal eben. Ja, mit 7 Stacheln. Ja, das gibt Schlimmeres. Ich würde jetzt allerdings auch mal zurückgehen. Ich möchte hier nicht unbedingt gestrandet sein, wenn es dunkel wird. Brücke. Da ist die Brücke. Tja, da läuft einer der Brüder. Töff, töff spawn. Aber es ist gut, dass wir noch... Ich glaube, das ist einfach dafür da, dass wir tatsächlich auf jeden Fall einen Auftrag bekommen, dass da so viele Töff, töff sind. Und die Aufträge haben verschiedene Ränge sozusagen. Das heißt, wir können immer von jedem Rang vermutlich einen Auftrag annehmen. Und weil wir bisher keinen guten Rang hatten, also praktisch so ranglos vor uns hingedümpelt sind, deswegen konnten wir nur... So, ich brauche auf jeden Fall noch ein paar schöne Sachen. Ich muss Benzin nachfüllen. So, jetzt kann ich hier Hartholzdielen hoffentlich herstellen. Wieso nur so wenige? Ah, weil ich 5 Hartholz pro Diele brauche. Okay, dann stellen wir eine her. Ich werde auf jeden Fall jetzt noch irgendwelche Bäume fällen müssen. Und ich pfeife jetzt mal, oder machen wir das? Ich hack die jetzt einfach mal so. Wir brauchen leider wirklich, wirklich ganz dringend Hartholz. Ich kann das nicht mehr aufsammeln. Egal, wir machen gleich alles leer. Das müsste noch gehen mit dem Aufsammeln hier. So. Und jetzt muss ich ganz kurz meinen Rucksack leeren. Ich brauche einen größeren Rucksack. Aber sowas von. Okay, dann schauen wir doch mal. Ich habe auf jeden Fall... Ich kann hier nochmal das Rohr reintun. Das ist okay. Die Diele kann ich auch erstmal noch... Weil die könnte ich eventuell auch gleich montieren und das dann auch. Das hier verwende ich gleich. Ich habe hier Glas drin, Ziegel. Der Rest kommt mehr so in andere Ecken. So, ich habe hier gegrilltes Fleisch. Das ist gut. Kürbis, Honig. Honigwaben sind hier nicht drin. Das rohe Fleisch, da werde ich noch versuchen, ein bisschen was herzustellen. Der Schleim. Das ist Beute, die kommt eigentlich woanders rein. Nämlich hier drüben. Ah, ich verdrück mich immer. Immer drücke ich E statt W. So. Dann machen wir das mal dahin. Das Fleisch tue ich hier. Ich muss es ja nicht mitnehmen. Habe das hier. Den Schleim tun wir einfach auch mal hier rein.
Dann lernen wir mal, wie man einen Regenschirm herstellt. Und dann können wir hier noch die anderen Sachen reintun. Zack, 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 zack. Und die Stacheln würde ich hier behalten. Das Baumharz kommt aber auch hier rein. Gut. Jetzt können wir noch ein bisschen Bäume fällen. Wenigstens 2 Stück oder so. Muss ja irgendwie. Muss ja. So, bauen wir es ein bisschen aus. Und wir gehen da schnell da hinten hin. Ich hoffe, ich kann noch 2 Bäume fällen und dann vielleicht noch mal ein paar von den kleinen Büschen. Aber das sollte eigentlich gehen. Dann können wir morgen den Fisch abgeben. Eventuell haben wir dann auch bald schon die Brückenköpfe fertig. Denn die Rohre habe ich ja, das ist nicht das Problem. Und die Hartholzdielen, ja, der muss ich dann halt mal herstellen, ne? Und das Töff-Töff, dann gehen wir morgen in die Stadt zu Petra wegen dem Töff-Töff. Und dann angeln wir noch mal ein bisschen. Da ist ein Töff-Töff. Wir brauchen da wirklich... Ich glaube, deswegen hat sich die andere Ruine geöffnet. Einfach, weil wir tatsächlich daraus Dinge brauchen. So, das normales Holz, das brauchen wir dringend als Treibstoff. So, deswegen nehme ich hier noch ein paar Büsche mit. Nicht, weil ich was gegen Büsche habe, sondern einfach nur, weil... Na, komm. Oh, nicht genug Ausdauer. Mist. Mist. Okay, das war doof. Egal, wir haben genug, um noch ein paar Sachen herzustellen. Glaube ich, hoffe ich. Müsste eigentlich. Holzstiele. Hier können wir auch welche wieder... So. Du stellst gerade nichts her. Du stellst noch ein paar Ziegel her. Und dann müsste ich eigentlich hier... Genau. So, einen Brückenkopf. Und ich brauche nochmal einen Brückenkopf. Und da könnte ich jetzt eigentlich auch gleich die anderen Rohre platzieren. Und dann brauchen wir nämlich nur noch... 5 weitere Hartholzdielen. Wie viel stellt's hier her? 5 tatsächlich. Perfekt, morgen ist es fertig. Dann müsste ich noch... Glas... Ach, das stellt das noch Glas her? Nee, tut's doch gar nicht. Dann würde ich gerne noch Kupfer- und Bronzebarren wiederherstellen. Weil ich die auch ganz dringend für die Sachen hier brauche. Okay, Bronzebarren bitte auch so viele wie möglich. So, und wir können für heute mal schlafen. Nachdem ich noch ein paar Sachen weggelegt habe, nämlich das Harz zum Beispiel. So, das kommt woanders rein, das Holz kann hier aber auch rein. Die Steine brauche ich gerade auch nicht. Das heißt, die kommen hier noch rein. Ich versuche gerade wirklich ein bisschen Ordnung zu halten. Also ich hoffe, dass es nicht störender ist als... Aber auf die Weise, wenn ich mir das angewöhne, dann weiß ich wenigstens, wo wir die ganzen Sachen immer finden. Und jetzt einmal schlafen ganz schnell. So, jetzt müsste unsere Brücke dann fertig gebaut werden können. Die Dinger sollten hoffentlich fast fertig sein, die Holzplanken. Guten Tag, neuer Bürger. Ich bin Agent T und das ist mein Partner Agent H oder H. Wir sind von der Inkasso-Agentur der Freien Städte. Was? Ach, hallo, ich mag euch, glaube ich nicht. Ihr seht nicht so nett aus. Kann ich helfen? Ja, uns wurde berichtet, dass du ein Nachkomme des früheren Besitzers dieser Werkstatt bist. Stimmt das? Von dem sprichst du. Wir sind mal ehrlich. Das stimmt. Was ist los? Oh gut, weißt du, dein Vater schuldet uns 50.000 Golds für sein Geschäft. Da er im Moment nicht zugegen ist, musst du als nächster Verwandter zurückzahlen. Weil ich ein netter Kerl bin, hast du eine Woche Zeit, um das Geld aufzutreiben. Wenn du nicht zahlst, nehmen wir dieses Haus als Sicherheit und versuch gar nicht erst abzuhauen oder wir benachrichtigen die Ziviltruppe. Das wäre dann alles. Schönen Tag noch. Komm, Agent H, gehen wir. Was soll ich tun? Vielleicht sollte ich den Bürgermeister aufsuchen und mit ihm reden. Ach du Heilige, das ist jetzt ja furchtbar. Und unsere Sachen sind noch nicht alle fertig. Es ist aber auch noch nicht ganz 8 Uhr. Oh je. Ganz ehrlich, oh je. Ich tanke hier mal eben nach unsere Sachen. Das ist ja... Wie soll ich das denn machen? Also ist mal ganz im Ernst, wie soll ich das denn hinbekommen? So nur 2 Minuten. Ich gehe mal zu... Okay, da ist ein Brief. 50.000, das kriege ich doch im Leben nicht zusammen.
von da war. Hallo, Handwerker Sora. Tut mir leid, dass wir dich nochmal stören müssen, aber es gibt eine ernste Pandamausplage bei der Baumschule. Komm bitte so schnell wie möglich. Okay, Pandamausplage, verstanden. Ich bin gerade ein bisschen ich weiß gar nicht, was wir jetzt machen sollen. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Komm, werd fertig. Ich will die Brücke bauen. Entweder muss ich jetzt echt... Wer ist das? Ach so, das ist, ja, süß, voll der Regenschirm. Adel hat einen Regenschirm auf dem Kopf. Ich gehe dann erstmal kurz zur Baumschule. Ich bin gerade sehr... Wie soll ich das denn machen? Ich hab hier doch noch nie so viel verdient. Das kriege ich doch im Leben nicht in einer Woche zusammen. Selbst wenn ich jetzt wirklich hardcore nur noch herstelle, das kriege ich doch im Leben nicht zusammen. Oh Gott, wie soll ich das denn machen? Oh Gott, gibt es ein Game Over hier? Kann man das hier echt versauen, dass man einfach sagt, tschüss, wir schmeißen dich raus? Oh, so glad you came. We're at our wit's end here. I don't know why, but the fan bats have been coming out of the swamp and into our tree farm since last month. Now they're flying all over the farm, preventing anyone from getting near. Okay. We've tried everything already. Fire, water, cotton candy, you name it. But they just won't go away. The Civil Corps came the other day and they're as clueless as us. Okay. Panda-Mäuschen sind also hier eine Plage. Okay. They've been sucking nutrients and poisoning our trees. Look at them. The leaves are turning brown. You gotta do something. Okay, das können wir natürlich nicht zulassen, die armen Bäume. We actually talked with Higgins as well. And he's scared of the panbats. So we can only turn to you now. Kein Problem. Es wäre zwar netter gewesen, wenn ihr direkt zu mir gekommen wärt, statt zuerst zu Higgins, aber hey, ich bin eure Frau. Sozusagen. Can you help us? Ja, sicher. Oh, thank you. But how do you plan on solving this? Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. I think I'll go talk with the research center first. They might think of something. Okay, Forschungszentrum, da müssen wir ja sowieso noch hin, das ist gut. Ich will mal... Okay, die sind ziemlich zäh, die Pandamäuse. Ich wollte das jetzt einfach mal ausprobieren. Fleder, ein Mausflügel, Fleisch und ein bisschen Fell. Was ist das hier? Damit kann ich nichts machen. Okay. Na, du böse kleine Pandamaus. Lass mich in Ruhe. Zottelmähne. Okay, wir müssen also auf jeden Fall zum Forschungszentrum. Das ist dann sehr gut, dass wir hier zuerst gewesen sind. Dann lässt sich das nämlich jetzt in einem Aufwasch regeln. Pandamausplage. Das kann ja heiter werden, ehrlich. Die müssen die Fische ab. Die haben wir dabei. Was war das? Hallo? Ich habe das Gefühl, wir hätten diese Kampfgeräusche jetzt nicht hören sollen. Ich werde mal schauen, dass wir jetzt mal schnell in unser Häuschen kommen. Ich habe nämlich keine Ahnung, was hier gerade passiert. Und dann schauen wir, dass wir auch gleich die... Dann müssen wir noch den Brückenkopf machen und dann sollten wir das nämlich abgeben können, diese Quest. So, 5. So. Auf geht's. Erstmal muss ich... Ich muss mal kurz gucken, wo wir überhaupt hin müssen. Wir brauchen Fisch zum Abendessen für ihn und einen Handelsauftrag. Das ist mit wem... Ah, Antoine. Perfekt. Okay, dann gehen wir mal direkt zu Antoine. Da könnte ich heute theoretisch ja auch einen neuen Auftrag annehmen, wenn ich das richtig weiß. Und ich muss mit dem Bürgermeister sprechen wegen unserer Schulden. Hey, Antoine. Dr. Zhu, my idol. Every time I think of him, my heart flutters. Oh, das ist so süß. Okay, einen Handelsauftrag hatte ich ja. Das ging schnell. Welch ein effizienter Handwerker. Yay, 1060. Das heißt nur noch 49.000, die uns fehlen. Oh Gott, ich bin so... Oh Gott. Faserstoff kann ich nicht herstellen. Geröstetes Fleisch, das können wir herstellen. Ich habe nicht geguckt, wie schnell das gehen muss. 4 Bronzeplatten, nein. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie schnell das gehen muss mit dem Fleisch.
Pandamaus, Forschungszentrum, Fischsuppen an hier. Vier Tage. Okay, das kriege ich aber hin. Ich habe ja schon eins davon. Und dann kriegen wir ein bisschen... Oh je. Okay, ich gucke erstmal, dass ich zum Bürgermeister gehe. Oh, es überschlägt sich gerade echt alles. Also gerade ist wirklich viel los. Erstmal zum Bürgermeister. Ich brauche dringend irgendwie Hilfe. Kann ich mir nicht das von der Stadt leihen und ich zahle es dann langsam zurück? Bürgermeister Gale, Hilfe. Hilfe. Debt Collectors Agency. There is such a thing, but I didn't know your father had any debt. Why don't you do this? Next time, have them come to me first, so that we can work something out. You've been working hard. Portia will be behind you all the way. Danke, Gale. Danke. You should also have a talk with Martha. She had to deal with some debt when her husband passed. Maybe she can give you some legal pointer. Alles klar. Oh, danke schön, Gale. Das ist doch schon mal sehr beruhigend, oder? Wir stehen nicht alleine da mit dem Problem, von dem wir bisher noch gar nichts wussten. Okay. Lass mal schauen, dass wir mit Martha sprechen. Martha müsste irgendwo hier drüben sein, nehme ich an. Martha ist, glaube ich, die unten die Kleider verkauft, oder? Ist sie? Nein, das ist hier. Martha ist die Bäckerin. Eins nach dem anderen. Tut mir leid zu hören, dass du dich mit den Schulden deines Vaters herumschlagen musst. Obwohl, was ich noch so weiß, kam er mir nicht vor wie jemand, der Schulden haben würde. Egal, ich hatte schon früher mit den Schuldenagenturen zu tun. Herr Isaac ist ihre Kontaktperson in Porsche. Sie sind also sehr fair und man kann gut mit ihnen kommunizieren. Mach dir keine Sorgen. Isaac? Er war es nicht, der zu mir kam. Nein, da stimmt etwas nicht. Wenn nicht etwas passiert ist, von dem ich nichts weiß, sollte Herr Isaac der einzige Kontakt in unserer Stadt sein. Vielleicht solltest du mit ihm reden. Ich vermute, er wird das Ganze klären. Now, where did my cooking pot go? Toby must have taken it on some misadventure again. Okay. I'm going to ask him. Lass mich raten, ich soll ihn suchen. Okay, ich rede mal kurz mit ihr. Nochmal. I wish my son would stop dreaming about a life of adventure. Why can't he just have a peaceful life here in Portia? Das wird schon noch. Es tut mir übrigens leid, was mit deinem Mann passiert ist, meine liebe Martha. Wir sehen uns bald. So, jetzt muss ich... Wo muss ich denn jetzt hin? Moment, ich muss mir erstmal ganz kurz was gucken. Dinge. Forschungszentrum zuerst. Und dann muss ich Isaac suchen. Das ist der nette Mann, für den wir... Also der nette ältere Herr, für den wir... Der gerne 5 Gewinn spielt. Kannst du uns jetzt mit den Pandamäusen helfen? Something to stop a panda infestation. I'm not sure. Director, do you know anything that might stop a panbat? Of course, my dear. Panbats are very sensitive to sound. If you make some sort of sound amplifier, you'll be able to scare those poor things away in no time. All right, so a boombox. Let's see. I can think of 2 designs. A very straightforward design, but the sound might be kind of noisy, but it'll be easy to make. Or a more complicated design that will be able to play music. I don't know what the effect on the panbats will be. It's up to you. Ich glaube, wir wollen den komplizierteren, oder? Ich meine, wenn schon was, dann vielleicht was Schönes, was nicht allen anderen auf die Nerven geht. Complicated it is. For that, I think we'll need 5 data disks. Das ist kein Problem, die haben wir. Okay, aber bevor wir das jetzt angehen, ich gehe mal schnell in unser Inventar. Bevor wir das jetzt angehen, würde ich sagen, mache ich jetzt an der Stelle Schluss. Die Folge geht nämlich schon wieder ein bisschen zu lang eigentlich. Also nur so ein paar Minuten, aber es muss ja nicht sein, dass wir jetzt das noch auf 40 Minuten oder so strecken. Ja, nächstes Mal gucken wir dann mal, was es mit diesen Schulden auf sich hat und wer diese Agent T und Agent A, also Agent T und Agent H, wer die so sind. Stacheln müssen wir auch noch besorgen, den Fisch müssen wir noch abgeben, wir haben also noch jede Menge zu tun. Für heute war es das aber erstmal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen, und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bye, bye.